Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute besuche ich das größte Barockschloss Deutschlands, das Neue Palais im Parc Sanssouci. Bei der letzten Schöpfung Friedrichs II. Handelt es sich aber nicht um ein Hauptschloss, sondern um ein Schloss für seine Gäste. Und diese wunderschönen Räumlichkeiten möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Die sogenannte Fanfaronnade, das ist französisch und heißt Prahlerei, so bezeichnete Friedrich das Schloss selbst, wurde in 6 Jahren ab 1763 anlässlich dem beendeten 7-jährigen Krieg Preußens erbaut. Die Kuppel mit den vergoldeten Figuren der 3 Grazien, welche die preußische Krone auf einem Kissen tragen, ist bereits aus der Ferne erkennbar. König Friedrich II., der Große, nutzte das Schloss nur für kurze Sommeraufenthalte. In dieser Zeit empfing er seine Verwandten aus den deutschen und europäischen Fürstenhäusern. Den Rest des Jahres stand das Schloss leer. Aber das Schloss hatte noch eine weitere Bestimmung. Es wurde für Besucher geöffnet. Und das ist es heute noch. Erst Kaiser Wilhelm II. Machte es später zu seiner Sommerresidenz. Auguste Victoria, die letzte Kaiserin. In ihrer Familie hieß sie zeitlebens Dona. Die Prinzessin aus dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg wuchs im Hochadel auf. Zunächst auf einem Rittergut in Dolzig in der Lausitz. Die Familie hatte ihr Fürstentum Schleswig-Holstein erst an Dänemark, dann an die Preußen verloren. Auguste Victoria galt zunächst nicht als standesgemäß für den Hohenzollernprinzen Wilhelm, den sie im neuen Palais in Potsdam kennenlernte. Beide verliebten sich und konnten mit der Zustimmung des damaligen Kaisers Wilhelm I. schließlich doch im Jahr 1881 mit großem Prunk heiraten. Sie bekamen 6 Söhne und eine Tochter. Im Dreikaiserjahr 1888 folgte Prinz Wilhelm seinem Vater, Kaiser Friedrich III., nach dessen kurzer Regentschaft auf den Thron. Durch die Thronbesteigung ihres Mannes am 15. Juni wurde Auguste Victoria deutsche Kaiserin und Königin von Preußen. Ihren Ehemann vermochte sie oft zu unterstützen. Gleichzeitig hatte sie auch in politischen Fragen großen Einfluss auf den Kaiser. Insgesamt 4 Baumeister wurden mit der Ausführung des Baus des neuen Palais beauftragt, darunter Karl von Gonthardt, der die letzte Bauphase übernahm. Auch dieses Vestibül ist eine Schöpfung von ihm. Dieser Raum wird Grotten- oder Muschelsaal genannt. Für die Dekoration wurden Muschelschalen oder Schneckengehäuse verwendet. Beim Betreten kann man die charakteristischen Muschelfelder sehen. Die roten Korallen und die Blätter sind nicht echt. Sie sind aus natürlich gewachsenen Holz, Stuckgips bzw. lackiertem Eisenblech gefertigt. An der Decke wurden mit viel Fantasie Meeresungeheuer geschaffen und aus Schnecken und Muschelschalen Gesichter geformt. Grotten existierten als Gartenarchitektur. So war der Einbau zur Zeit Friedrichs sehr ungewöhnlich. Sie waren Orte der Kühle und der Zurückgezogenheit in weitläufigen Parkanlagen. König Friedrich II. Wollte damit eine Verbindung von innen nach außen schaffen. Besonders wichtig war dabei der Bezug zum Wasser. Der farbig eingelegte Marmorfußboden betont die Wassersymbolik mit Wasserpflanzen, Muscheln und Schnecken. Der Fußboden war zur damaligen Zeit Friedrichs II. Die Hauptattraktion. Ursprünglich war der Saal etwas schlichter gestaltet, jedoch wurden die Wände durch Mineralien, Fossilien und Halbedelsteine im 19. Jahrhundert weiter bereichert.
Marmorgalerie, ein Raum, der nach dem Vorbild französischer Spiegelgalerien angelegt wurde. Er wurde als Speisesaal genutzt. Mit solchen Sälen wollte man Eindruck hinterlassen. Die Speisen gelangten über unterirdische Gänge vom Wirtschaftsgebäude gegenüber des neuen Palais in diesen Saal. Im neuen Palais gab es spezielle Warmhaltevorrichtungen in den unteren Räumen, bevor hier das Essen serviert wurde. Die Gesellschaft reiste per Kutsche an, kühlte sich mit frischen Getränken und betrat dann das Speisezimmer. Einzigartiges Bild bot der Grottensaal am heiligen Abend. Das Kerzenlicht der Kronleuchter brachte die mit Kristallen und edlen Steinen dekorierten Wände zum Funkeln. In dem von Friedrich dem Großen im 18. Jahrhundert gestalteten Gartensaal beging Kaiser Wilhelm II. Mit seiner Familie in den Jahren von 1889 bis 1917 das Weihnachtsfest. Prinzessin Victoria Luise, die Tochter Kaiser Wilhelms II., bezeichnete die Feierlichkeiten als Höhepunkt des Familienlebens. Beim Betreten dieses Raumes fällt gleich das große Gemälde auf. In einem Käfig wird ein Gefangener vor den Fürsten geführt. Der Gefangene ist der Sultan Bajazet und sein Bezwinger Timur Lenk, der mongolische Fürst. Timur wird auch Tamerlan genannt. Daher trägt dieser Raum den Namen Tamerlanzimmer. Das Gemälde stammt von dem italienischen Hofmaler André Celesti. Dies ist das erste Vorzimmer des unteren Fürstenquartiers. Das neue Palais beherbergt insgesamt 8 Wohnungen, die für Gäste und Mitglieder der königlichen Familie eingerichtet wurden. Dieser Raum, dessen Wände mit Seidendamast bespannt sind, wird Rote Damastkammer genannt. Er wurde als Gesellschafts- und Spielzimmer genutzt. An der Raumdecke sieht man ein Meisterwerk des späten Rokoko. Als ob die Parklandschaft in das Schloss hineingewachsen wäre, findet man hier Motive aus der Natur. Blumengirlanden, Früchte und Tiere. Ein anderes Merkmal sind die Schwimme oder Muscheln, die man an der Decke, an den Verzierungen der Möbel, Gemälderahmen und an den Spiegeln sehen kann. Diese muschelartigen Verzierungen haben dem Rokoko auch seinen Namen gegeben. Das Wort Rocaille kommt aus dem Französischen und bedeutet Muschelwerk. Die Wände des sogenannten Tressenzimmers sind mit aufwendig gewebter Seide bespannt. Die Tressen als Bandstreifen auf der Damasttapete wurden aus Seidenfäden gewebt, die nachträglich vergoldet wurden. Im neuen Palais handelt es sich um den einzigen Raum, dessen ursprüngliche Wandbespannung erhalten werden konnte. Sie ist in den letzten Jahren restauriert worden und muss vor Tageslicht geschützt werden. Seide war noch in Friedrichs Jugend so teuer, dass es allein der kurfürstlichen Familie vorbehalten war. Es musste umständlich aus Italien und Frankreich importiert werden, was einerseits Devisen außer Landes brachte, andererseits die preußischen Abnehmer von den Preisen der Händler abhängig machte. Und so erklärte Friedrich die inländische Seidenproduktion zur Chefsache. Er ließ Maulbeerbäume, von deren zarten Blättern sich die Seidenraupen ernähren, in ganz Preußen anpflanzen.
Am Ende des 18. Jahrhunderts warfen 3 Millionen Bäume 9 Millionen Tonnen Seide ab. Einige der Wohnungen hier im Schloss verfügten über ein Konzertzimmer. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die großformatigen Wandgemälde, die die lebenslange Feindschaft zwischen dem preußisch-protestantischen Friedrich und der katholischen Habsburgerin Maria Theresa illustrieren. Der im Jahr 1745 zwischen Preußen und Österreich geschlossene Frieden hatte auf Dauer keinen Bestand, denn Maria Theresia wollte Schlesien wegen seines Reichtums an Bodenschätzen und der guten Einnahmen aus der Industrie nicht so schnell aufgeben. So ging Maria Theresia zunächst verschiedene Bündnisse ein, um den nächsten Krieg vorzubereiten und dabei Preußen zu isolieren. Doch Auslöser des Dritten Schlesischen Krieges, der aufgrund seiner Dauer auch Siebenjähriger Krieg genannt wurde, war wieder mal Friedrich II. Er marschierte Ende August 1756 in Kursachsen ein, ohne vorher den Krieg erklärt zu haben. In diesem Krieg kämpften Österreich, Frankreich und Russland gegen Preußen und seinen Verbündeten Großbritannien. Der Siebenjährige Krieg fand erst 1763 ein Ende. In diesem Jahr wurde der Friede von Hubertusburg geschlossen. Friedrich II. Hatte wieder mal, allerdings unter furchtbaren Verlusten, gesiegt. Und Maria Theresia musste endgültig auf Schlesien verzichten. Preußen war nun die 5. Großmacht in Europa neben Österreich, Frankreich, Spanien und Russland. Wir verlassen nun die Zeit Friedrichs II. Und wechseln ins 19. Jahrhundert. 1888 bringt große Veränderungen im Reich. Die Deutschen erleben das Dreikaiserjahr. Kaiser Wilhelm I. stirbt. Nur 99 Tage später stirbt sein Sohn und Nachfolger an Krebs. Der Reichstag huldigt jetzt den neuen Kaiser, Wilhelm II. Auguste Victoria ist damit Kaiserin mit 29 Jahren. Im Sommer wohnt die Familie jetzt im neuen Palais in Potsdam. Ein Blick durch das Fenster offenbart eine kleine Teeküche. Sie ist Bestandteil der verborgenen Lebenswelt der Hofdienerschaft. Der Einbau der Teeküche geht auf Wilhelm II. Zurück, der das neue Palais mit zahlreichen modernen Einbauten versehen ließ. Der Raum, zu dessen Einrichtung eine elektrische Kochmaschine, ein Wasserfilter sowie ein Porzellanbecken gehörten, diente zur Zubereitung von Getränken. Doch vor den Toren des Palastes ist das Land im Umbruch. Ende des 19. Jahrhunderts wandelt sich das Kaiserreich vom Agrarland zur führenden Industrienation Europas. Auch Berlin verändert sich. Millionen ziehen nun vom Land in die Stadt auf der Suche nach Arbeit. Die Lebensbedingungen der einfachen Arbeiter sind elend. Auguste Victoria verschließt vor der Not nicht die Augen. Sie engagiert sich für 140 karitative Einrichtungen und gründete die Evangelische Frauenhilfe. Es gab Kochkurse, Krankenpflegekurse und Säuglingspflegekurse. Das Kaiserin Auguste Victoria Haus in Berlin-Charlottenburg war die erste deutsche Säuglingsklinik und hatte sogar einen eigenen Kuhstall zur Milchgewinnung. Dass allein in den Arbeitervierteln Berlins 66 neue Kirchen entstanden, kam auch durch das Engagement der frommen Kaiserin.
Wir befinden uns hier im kleinen Schlafzimmer des unteren Fürstenquartiers. Beim Betreten des Raumes fällt das schwarze Kreuz auf dem Fußboden auf. In diesem Zimmer starb am 15. Juni 1888 Kaiser Friedrich III. Bereits schwer krank war er nur 99 Tage zuvor seinem Vater Wilhelm I. auf den Thron gefolgt. Friedrich III. Bewohnte bereits als Kronprinz mit seiner Frau Victoria das neue Palais. 30 Jahre lang diente es als Sommerwohnsitz der kronprinzlichen Familie. Die Kaiserin Auguste Victoria nutzte in ihrem Toilettenzimmer ein Badekabinett, das bereits ihre Schwiegermutter Victoria eingebaut hatte. Die Wände waren lediglich mit einer weiß gefassten Holzvertäfelung versehen worden. Erst 1898 erfolgte eine Aufwertung, indem man die Wände ebenfalls mit blau-weißen Kacheln fließte. Die Wände waren mit niederländischen Fliesen versehen worden. Jede der handgemalten weiß-blauen Fliesen zeigt ein anderes historisches Motiv. Neben einer Zinkuswanne, die in einer weiß gefassten Holzverschalung eingebaut war, gehörte ein Bidet zur Ausstattung des Bades. Über der Wanne befand sich ein fest eingebauter Duschkopf, so dass die Kaiserin zwischen Wannenbad oder Duschbad wählen konnte. Drei Knöpfe mit einem Kristallknauf trugen die Bezeichnung Kalt, Warm, Brause. Die Toilette war separiert und befand sich in einer Wandnische. Dieser Raum wird Jagdkammer genannt. Die Türrahmen sind mit Eichenlaub eingerahmt und über den Türen sind Jagdhunde zu sehen. In den Schnitzarbeiten sieht man an Girlanden hängende Jagdtrophäen, Jagdhorn, Pfeil und Bogen. Sogar die Möbel passen sich dem Motiv an. An den Sesseln laufen die Armlehnen in Hundeköpfe aus. Die Jagd spielte an allen Höfen Europas eine wichtige Rolle. Anders als sein Vater, der ein leidenschaftlicher Jäger war, interessierte sich Friedrich II. Jedoch eher für die Künste. Und auch dieser Raum ist in erster Linie ein wahres Kunstwerk. Die grüne Damastkammer wurde als Gesellschaftszimmer genutzt. Besonders auffällig ist hier das große Gemälde. Es zeigt eine Szene aus der griechischen Mythologie und hat doch eine reale Vorlage. In diesem Gemälde wurde eine Theateraufführung festgehalten. Medea und Jason werden hier von zwei im 18. Jahrhundert berühmten französischen Schauspielern dargestellt. Friedrich II. Liebte das Theater und deshalb ließ er auch im neuen Palais ein Schlosstheater einrichten. Das Schlosstheater ist einer der schönsten noch erhaltenen Theaterräume des 18. Jahrhunderts. Es wurde in Form eines Amphitheaters realisiert. Dabei wurde auch auf eine Königsloge verzichtet. Friedrich soll selbst in der ersten Reihe gesessen haben. 1832 wurde hier Felix Mendelssohns Bartholdys Musik zu »Ein Sommernachtstraum« im Theater uraufgeführt. »1913 entfaltet die Monarchie noch einmal ihren ganzen Glanz. Die einzige Tochter des Kaiserpaares, Victoria Luise, heiratet. Weitere Höhepunkte sind die Feierlichkeiten zum 25. Thronjubiläum des Monarchen. Sie ehren Wilhelm als Friedenskaiser.«
Ein Jahr später ist Krieg, der Erste Weltkrieg. Aus dem erhofften schnellen Sieg wird nichts. Die ersten Kriegsmonate sind die verlustreichsten. Die Menschen hungern und die Sehnsucht nach Frieden wächst mit jedem Tag. Im Oktober 1918 bekommt der Reichstag mehr Rechte. Die Monarchie wird demokratisiert. Am 9. November 1918 ist Revolution. Die Abdankung des Kaisers wird verkündet ohne dessen Erlaubnis. Das Kaiserreich ist am Ende, der Krieg ist verloren. Auguste Victoria ist im neuen Palais auf sich gestellt. Wilhelm hat das Land verlassen und ist ins niederländische Exil geflohen. Im Schloss bekommt sie Besuch von Aufständischen. Ende November folgt sie ihrem Mann ins Exil. Die Siegermächte fordern die Auslieferung Wilhelm II. Auguste Victoria fürchtet um sein Leben. Das alles zermürbt sie. Der Umsturz bricht ihr das Herz. Sie altert zunehmend und kann den körperlichen Leiden nicht mehr die frühere Widerstandskraft entgegenstellen. Im Januar 1920 trifft der niederländische Staat die Entscheidung. Die Niederlande liefern Wilhelm nicht aus. Ein paar Monate später, am 11. April 1921, stirbt Auguste Victoria mit 62 Jahren. Deutschlands letzte Kaiserin. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt die wunderschönen Räumlichkeiten besucht, viel über das Leben der Adligen erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Und bevor es so richtig zu Ende ist, möchte ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken für die vielen Abos, die in den letzten Wochen so eingetrudelt sind. Ihr wisst, ich freue mich auch immer sehr über eure zahlreichen Kommentare. Schreibt eure Gedanken ruhig nieder. Ich lese mir wirklich jeden Kommentar durch. Bis bald, zum nächsten Mal, eure Daniela. Tschüss!